von wegen, hier, welcome to Kingsbridge Border Checkpoint, Stamp Passport Entry Visa und so. Und Entry is restricted to Kyriati Citizen only, deny all foreigners, glory to Kyrat. Und ich habe es gelesen und dachte mir so, ich weiß nicht, ob das, eigentlich ist das nicht geplant, dass die da ganze Zeit da oben rumhängen soll. Muss ich zugeben. Ich wundere mich eigentlich auch schon die ganze Zeit, dass die da hängt. Und warte eigentlich, dass die abhaut. Ist schon ein bisschen blöd, dass die da ist, ne? Eigentlich. Vermutlich ist es geplant, dass das alles so durchslidet. Alles so und dann halt. Ja, aber. Stört's arg? Wenn nicht, kümmere ich mich halt später drum, ne? Also. Warte, ich schreibe mir das auf, dass ich mich darum kümmern wollte. Einmal Kuli. Spenden. Fenster. Delay weg. So, genau. Ich habe es mir mal aufgeschrieben, dass wir das, dass ich mich da mal drum kümmere. Prinzipiell ist ja da oben das Fenster, Teil des Fensters gar nicht so wichtig. Das müssen wir gar nicht sehen. Genau. Aber genau, ich habe dann halt total witzig, dass sie halt in Far Cry 4 ja, ist gut, dass du es sagst, aber dass ich in Far Cry 4 dieses Easter Egg gefunden habe. Das war total witzig. Genau, also hier müssen wir aufpassen. Weiß nicht, wer ob ihr schon Papers, Please schon mal geschaut habt, als ihr das gesehen habt. Genau, erst Zeit, wichtig ist auch, Zeit fängt erst an, wenn man hier auf Next drückt beim ersten Mal. Und dann hier, Klo. Du bist Arstotzkin, Citizen. Wir hätten auch noch wichtig. Eigentlich hätten wir noch wichtigerweise auf das Datum schauen müssen, ob das denn gültig ist. Wir haben heute den 23.11.82. Das heißt, hier können wir direkt. Wir wissen, egal ob der Typ gültiges Ding hätte, er ist aus Obristan, war es glaube ich gerade. Und von daher ist uns das wurscht. Wir müssen. Deny to all foreigners. Ja, go to hell selber. Können wir nichts für. Wir haben nur Befehle gefolgt oder so. Total geiler Satz. Vor allem jetzt. Expired 83. Wunderbar. 82 haben wir jetzt gerade. So. Und weiter geht's. Okay. Der will gar nichts. Der will uns nur drohen. Arsch, Mann. Komm hier. So. Egal ob günstig oder nicht, raus hier. Und das Coole ist, dass, wenn ihr euch. Also, ich muss das tatsächlich die ganze Zeit klicken hier. So, und 83. Genau, eigentlich müssten wir noch schauen, ob er denn richtig aussieht und so. Aber jetzt am Anfang wird vermutlich das Spiel auch ziemlich gnädig mit mir sein. Deswegen können wir jetzt einfach mal sagen: Hier, nö, geh weg. Und das ist tatsächlich am Anfang ganz wichtig, dass wir sehr, sehr schnell diese Dinge hier machen. Okay, 83, 8 und auch welch Wonor. Wir glauben dir das jetzt mal. Natürlich wird es dann gut, wenn man mal mit der Zeit halt tatsächlich die ganzen Städte auswendig weiß. Paraditzna, glaube ich, ist tatsächlich bei uns einer. Und 83 ist gültiges Datum. Ja, die Leute sind tatsächlich super freundlich. Also wir sind ja auch super freundlich, come on. Wir, und wichtig, tatsächlich krass, ganz schön krass ist eigentlich, dass wir dieses Spiel jetzt spielen. Es ist ja quasi brandaktuell. Leute in Amerika stehen ja gerade tatsächlich am Flughafen und erwarten, dass sie reingelassen werden und werden dann abgelehnt. Und das ist tatsächlich echt, echt arg. Also jetzt, teilweise sind halt Leute in der Luft, haben quasi die Zulässigkeit verloren, ins amerikanische Land zu kommen. Und das Blöde ist ja auch noch, dadurch, dass sie halt inlands geflogen sind, in den Flughafen, können sie auch nicht einfach zurück. Weil prinzipiell, wenn hier der Film Terminal hier mit dem Tom Hanks, wenn der Mensch, wenn dessen Land, der hat ja auch, während er im Flugzeug war, auf der Reise nach Amerika, ist der Bürgerkrieg in seinem Land so fortgeschritten, dass halt plötzlich alle, dass die ganzen Visa ihre Gültigkeit verloren haben
Und dadurch, dass es halt ein bekriegtes Land ist, wollte dann auch keine Fluggesellschaft mehr dahin fliegen. Alle Flüge wurden gecancelt. Und genau. Genau, wenn ihr jetzt hier in diesem Punkt seid, wo dann hier einmal das kräftige Horn einmal Möp macht, könnt ihr auch einfach chillen. Weil der Typ, der wird nicht wegrennen, den könnt ihr genau kontrollieren. Das heißt, wir können jetzt auch hier mal Müll machen. Paraditzna, gibt's das denn überhaupt? Dann gehen wir mal zur Regional Map, klicken auf Astorzka und da sehen wir Issuing Cities, Paraditzna. Das heißt hier, dieses ISS steht für Issued City und das, genau, Paraditzna. Genau, und tatsächlich, es ist echt hardcore, dass da jetzt aktuell Leute. Perfekt. Na, fast perfekt. Dass Leute da tatsächlich in amerikanischen Flughäfen drinstehen und nicht wissen, wohin, weil sie einfach halt detained werden. Also. Genau. Genau. So. Genau. Warte mal. So, und wenn wir jetzt gerade eine Pause haben, die Spielpause, werde ich jetzt noch kurz twittern, dass wir jetzt mal auf Papers, Please gewechselt haben. Und ich muss leider sagen, das ist so krass. Es ist halt wirklich. Jetzt spiele ich Papers, Please. Es ist leider so brandaktuell. Das, ja. Es ist wirklich furchtbar eigentlich. Jetzt spiele ich Papers, Please auf Twitch. Auf Twitch TV/ Gerun. Schaut zu. Und lästert mit mir über Trompeten. Nee, Trump. Sonst glaubt nur jemand, ich habe Autocorrect verkackt. So. Ah, okay. Ja, das erste, was drauf ist, gilt. Also, wenn man einmal einen Fehler gemacht hat, wenn man einmal denied drauf gestempelt hat, dann ist der denied. Und dann, ja. Genau, also, da ändert sich leider nichts mehr. So, genau, und jetzt haben wir hier am Ende von Tag 1 können wir uns. Genau, wir müssen uns jetzt entscheiden dafür, für was wir Geld ausgeben. Also hier oben sehen wir haben jetzt 30, haben wir unsere Ersparnisse, 80 haben wir bekommen diesen Monat, also diesen Tag. Und das heißt, insgesamt haben wir hier 110 zum Ausgeben. Wir müssen ausgeben für Rente 20, für Essen 20 und für Hitze 10. Und wir werden jetzt einfach mal sagen, wir geben heute kein Geld aus für Essen. Und schicken sie alle hungrig schlafen. Also das kann man schon mal machen. Quasi so ein bisschen, ja, sagen, ja, wir schauen mal, ob es denn heute reicht. Und genau. Mir fällt gerade auf, dass mein Spendenbalken da oben, der ist gar nicht gewachsen. Also hier da oben. Seht ihr hier eigentlich so einen Spendenbalken und der hat bei 0 angefangen, endet bei 1 und hieß eigentlich, glaube ich, meine erste Spende oder sowas. Ich weiß gerade gar nicht. Viel zu klein da oben. Genau, irgendwie hier die Spende von Puma hat den Balken da oben gar nicht getriggert. Sehr seltsam. Egal. Genau, die Nachrichten sind auch noch immer wichtig. Weil genau, da stehen manchmal so Dinge drin, hier von wegen, warum das jetzt, was da jetzt irgendwie in der Welt passiert. Das kann dann auch heißen, so, ja, hier, Krimineller ist unterwegs. Und genau, und wenn wir dann zufälligerweise da steht auch dann Name zum Beispiel dran, und wenn wir dann den Kriminellen tatsächlich begegnen und ihn an seinem Namen erkennen, dann können wir auch auf Detain klicken zum Beispiel und dann. Kriegen wir da besonders, dann haben wir dieses Special Event geschafft. Genau, jetzt machen wir aber, labern wir nicht weiter rum, sondern wollen wir jetzt ein paar Leute ablehnen hier, ne? So, und jeden Tag kommt ein neuer Brief. Here from today, foreigners with a valid passport are permitted to enter. Your booth inspection hardware is now installed. Genau.
Müssen halt schauen, ob die denn richtig sind und wenn sie nicht richtig sind. Das ist ganz wichtig. Genau. Und wenn wir halt irgendwas finden, was halt irgendwie ungültig ist, können wir hier so draufklicken. Und dann können wir jetzt zum Beispiel hier klicken und sagen so, ja, hier, da fehlt was oder so, ne? Und dann kommt halt hier zum Beispiel No Correlation Detected oder tatsächlich, oh, tatsächlich Correlation. Zum Beispiel, also hier so Highlight-Felder dafür sind zum Beispiel Kilogramm, hier das Kilo, die Uhrzeit oder auch hier die Höhe. Also hinten sieht man dann nämlich auch so eine Messtabelle, wie hoch die Leute sind. Und auch wichtig, wenn die Leute was sagen, ist hier ein Audio-Transkript. Das heißt, da wird hier darin, kann man dann auch die Zeile markieren. Genau, also wir sollten das noch zu Ende lesen. Ja, hier. Genau. Also hier steht dann auch nochmal die News in klein. Hierfür macht sich dann auch zum Beispiel ganz nützlich, dass wir hier zum Beispiel die Basic Rules hier aufmachen. Wir können aber auch einfach, wenn wir wissen, dass der falsch ist, wenn wir das garantiert wissen, können wir einfach sagen, mal aufklappen, denied stempeln und dann ist auch gut. Und das Witzige ist, wir können natürlich auf dieses Buch nicht draufstempeln. Also wir können das nicht beschädigen. Ist auch ganz gut, dass wir das nicht können. Ansonsten hätten sie vermutlich eingebaut, dass man dann hier bestraft wird. Also hier. Das heißt, jetzt explodiert auch gleichzeitig der Aufwand, weil wir müssen jetzt plötzlich hier auf die Regional Map gehen nach Collegia. Collegia, kommt mal, das macht den mal weg. In Vedor kann das veröffentlicht werden. Female, müssen wir jetzt mal schätzen. 83 expired, Vedor issued und. Ja, klingt okay. Hier, du darfst rein. Genau, ihr seht tatsächlich, also, siehst ja, Aufwand explodiert direkt mal. Ah, warte, hier, Antekria, können wir mal schauen. In Glorian, der ist männlich und 22.11., das ist denied. Du darfst gehen. Ah, fast hätten wir es. Genau, am besten natürlich zuerst aufs Datum schauen. Das ist natürlich am besten. Weil dann kann man direkt schon mal rausfinden, ob dann das gehen könnte. Warte mal, das ist doch. Nee, das ist Republia, hoppala. Republia, jetzt habe ich das. Lesrenadi. Ist auch richtig geschrieben. Darf also rein. Genau, und wir sehen jetzt auch, dass tatsächlich das ganz gut war, dass wir am Anfang so schnell gemacht haben. Da haben wir irgendwie direkt mal ziemlich viel bekommen. Hier. Genau, die Isabel Sperowska, die sieht richtig aus. Wir achten schon gar nicht mehr, was die Leute sagen. Das ist tatsächlich schlimm. Wir fertigen ab wie so eine Maschine. Das ist jetzt wieder Collegia. Collegia war Vedor. Vedor ist richtig. Und 84, ungültiges Datum. Aber die sieht falsch aus. I had surgery. Ja, pff, mir wurscht. Bring ordentliche Bilder in deinen Pass. Genau, so Arsch können wir sein. So. Orwech Wonor. 84. Wir können uns hier auch noch geile. Ja, wir werden da nicht hingehen. Wir haben anscheinend Frau und Kind daheim, also wäre das ziemlich Arsch, wenn wir jetzt auch noch sagen: Hohoho, ja klaro. Da gehen wir jetzt hin. True Glorian ist richtig. Ja, Frisur ist vernachlässigbar. Oh shit. Ja, hätten wir das noch gestempelt, dann wenigstens. Genau, und. Ja, das war ein Anschlag. Scheiße. Genau. So, dadurch, dass wir jetzt halt hier kein Essen gegeben haben, sind jetzt alle hungrig und unser Sohn ist jetzt auch noch krank. Das ist natürlich unpraktisch. Dafür müssen wir jetzt halt Medizin kaufen und es kostet jetzt halt 5. Dadurch aber, dass wir beim letzte Nacht eben hier kein Essen, also kein Essen hier gekauft haben, haben wir jetzt also im Endeffekt quasi 15 gespart.
Und ja, tatsächlich, das wäre ein guter Reflex gewesen, wenn er jetzt noch die Granate zurückwirft. Aber